Deutschland. Ja. Ich meine, wahrscheinlich die Let's Guards. Doch, doch. Gerade als Joker, glaube ich, wenn es. Und er rennt weg. Nennen wir ihn hier, dann nehmen wir ihn irgendwie den Stein. So, ich sag 1-1, okay. Ich hasse ihn. Siehst du? Halb Edge Guards. Hast du den Stein, okay? Kenn ich nicht, aber das ist ja gut. Kennst du Danny? Nicht wirklich. Ich habe durch das sieht sehr gut für I aus. Wobei natürlich Joker das dann jetzt halt rumbringen kann mit dem, genau. Mit dem schnellen Edge Guard. Einfach abgeprallt ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist, die Eier, oder ob das eigentlich hätte killen können. Aber der muss auf jeden Fall langsam mal den Kill holen, das ist. Das ist nicht gut. Klar, das ist nicht einfach als Joker. Aber Asin ist immer ziemlich weit weg. Ja, ich meine, einen Luft hinten killt und ein Ranger. Ich weiß nicht, ob der Joker Ranger heißt. Okay, jetzt hat er. Okay, ich meine, theoretisch Joker kann sehr schnell sehr viel Schaden machen. Ich kann gerade gegen Roy. Okay, Runde 1 geht an I. Auf jeden Fall sehr viel Offensive, die ich sehe. Ja, ich auch. Ich glaube, den Charakter ändern wird. Ich habe nur schön zu bleiben. Ich finde, das erste Spiel ist auch noch nicht zwangsweise super aussagekräftig. Das kann. Das Spiel kann sehr anders laufen, theoretisch. Aber bis jetzt erstmal eine gute Führung für I. Oh, sehr schön. Oh mein Gott, was ist das denn? Sowas ist mir auch selten. Ja, hier war sehr guter Anfang. Ich habe das in 2-Frame. Ascend. Ascend hier oben ist halt sehr einfach zu 2-Frame von Joker. Dann gehen wir es nochmal. Okay, Daniel. Ja, sie wird schon dann noch keinen. Okay, jetzt. Und mal gucken. Oh. Und? Schade. Sie wird schon da gleich zurück. Ich weiß grad. Hätte es gerade gewesen sein können, oder? Ja. Joker ist sehr interessant. Da wollte er den Erdrutsch kriegen. Hat nicht ganz gedacht, aber. Kann ich wieder auf die Stage mit aussehen? Das muss ich mir auch was, dass er nicht mit Tufeln würde. Okay. Das war natürlich knapp. Also. Sehr starke Advantage State hier von I. Ja. Dass Danny nicht aus der Ecke zurückkommt. Oh. Das hätte ein krasser Urheber sein können mit der Gang gerade. Oh.
glaube, ich habe nur die Chance, dass die Menschen gewinnen. Bitte nenn ihn nicht Urin. Das okay, ich nenne ihn. Nenn ihn bitte ihn, okay, ja. Aber warum nennt er sich denn so? Vielleicht will er auch so genannt werden. Ja, das ist nicht. Okay, ich nenne ihn. Ich weiß nicht, aber es sieht sehr stark aus gerade. Ah, da wollte er die Relle protestieren. Hat jetzt nicht so geklappt. Könnte sein. Ja, also deine hier immer noch Schwierigkeiten, den Kill zu finden. Das ist natürlich mit Roy sehr viel einfacher als Joker. Außer du. Ja. Außer du hast halt früher als Starts. So, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich hier, aber ich glaube, es sieht gar nicht so gut für Daniel aus. Nee. Aber ich glaube, es sieht anders aus. Ich glaube, er wird beim Joker bleiben. Er muss halt die Offstage-Interaktion besser. Hat Joker noch genommen? Hm? Ja. Ja. I hat zwischendurch noch das Kostüm gewechselt. Und Danny auch. Ja, das kommt das ja. Ob das irgendwas bedeuten hat. Ich glaub schon. Wobei ich von mir selber sagen kann, ich wechsle mein Kostüm random, also. Doch, ich bin das nicht. Jetzt schon, oder hat das noch nichts? Nichts draus gemacht. Erstmal ist der Joker-Spieler außer dem Kino. Tsubaki würde ich mal sagen. Die versucht auch immer gerade Danny zu scammen, aber er ist halt. Oh, das hat gefehlt. Das hab ich nicht gesehen. Krass. Denn jetzt hat Danny halt immer noch fast voll Ascend. Da kann er auf jeden Fall einiges draus machen. Wenn er viel Schaden nimmt, dann wird es wieder und zum ersten Mal ist Head Knarfe. Aber ist immer noch quasi unentschieden. Das ist auf jeden Fall sehr viel knapper als die ersten beiden Spiele. Alle gucken das Spiel zu. Stimmt, bei uns hat man sie wahrscheinlich nicht. Oh, das war jetzt gerade sehr krass. Ja, ich hätte jetzt zu Danny, die hat sich auf jeden Fall angepasst. Spielt ungefähr was defensiver, jetzt mehr Gun und sehr schöne Edgeguard. Ich glaube das, ja. Oh. Und Danny geht in Führung in Spiel 3. Ja. Tja, jetzt holt er den inneren MK Leo raus. Das ist noch nicht Gamecube. Ja, aber mit Gamecube fängt es ja an. Guter Attack. Jetzt muss er halt wieder den. Jetzt muss er wieder mit Ascend gegen. Das war interessant. Und. Boah, diese Chaps halt sind so gruselig. Ja, jetzt muss ihm mal mehr in die Offensive gehen. Hat das ganze Set über schon recht offensiv gespielt, aber. Also ich hab sowohl Roy als auch Joker schon mal gemeldet, aber richtig gut war ich noch nicht. Okay, sieht erstmal sehr gut für Danny aus. Ja, aber ich kann doch sehr schnell umdrehen, oder? Ich meine, Danny hat eine gute Führung. Ist ja schon cool, wenn wir von dem Matchup bis noch ein viertes Spiel sehen. Ja, und vielleicht auch noch ein fünftes. Sehr schön zuzugucken. Ja, das sind die. Oh mein Gott. Ja, die Offstage Interaktionen, von denen Danny mehr Gebrauch machen muss. Das ist eine gute Frage. Ich komme sogar noch mit. Ich hab so ganz schön mit dem Lab auch nach oben so toll gemacht. Und das und ist. Oh. Nein, das ist noch nicht der Kill. Aber es ist wieder aufs. Oh. Ich meine, der Konter hätte absolut gekillt, wenn er getroffen hätte. Der Konter
Konter getroffen? Du meinst, hätte er getroffen. Der Konter von den Gegner hat besucht. Und das killt immer noch nicht, ne. Das passiert aber auch nicht alle Tage. Und so oft, ja. Das sieht, also sieht sehr gut für Danny aus, aber das es ist halt auch ein Jab Side B kann schon killen von E. Das ist sehr gruselig für beide Spieler eigentlich gerade. Und jetzt muss Danny erst aus der Ecke rauskommen. Da. Und das ist irgendwie. Ah, wäre fast ein viertes Spiel gewesen. Aber sehr stark von E. Danny aber auch. Ich werde beide einmal herausfordern.